Ja, wie komme ich hier wieder raus? Wäre auch hier ein Loch drin? Ja. Asche. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Das war nicht so gut. Ich hoffe, der steht nicht wieder auf. Da habe ich ein echtes Problem. Also hier oben müsste also der... Nein, doch nicht. Töten wir den großen friedfertigen Burschen noch mal. Ich mag die Moves einfach. Ich mag die einfach des Todes. Okay. Ist halt die Frage, ob er das Sake vergiftet hat oder nicht. Der hohe Priester oder was auch immer, was für ein Gedöns war, der da irgendwas vergiftet hat. Glaube ich zumindest. Bügelschirm. Das brauche ich. Das göttliche Konfetti. Dieser Name. Mir kommt auf sowas. Göttliches Konfetti. Also. So. Jetzt machen wir Folgendes. Wir reisen. Jetzt hier. Wir reisen kurz zurück und dann reisen wir wieder nach vorne. Dann kaufe ich mir kurz das, das Dings von dem Händler hier. Der steht jedes Mal wieder da. Mühsame Zeitgenosse. Also, dafür brauche ich noch ein bisschen was. Da verkaufen wir etwas passend. Eins noch und dann ein. Quatsch. Ah, scheiße, jetzt bin ich drüber. Ich dachte, ich habe irgendwie 2000 im Kopf gehabt, keine Ahnung warum.
Die bräuchte ich eben eigentlich auch. Um eine Maske zu holen, die es noch gibt. Aber immerhin haben wir den jetzt hier. Die Wassermühle. Soll ich schon hochgehen oder nicht? Das hatte ich Frage. Oder die anderen Untot noch töten? Kann ich hier schwimmen drin? Aha. Der findige Freund findet unter dem Wasserfall eine schöne Truhe. Göttliches Gras, das hat sich nicht gelohnt. Göttliches Oregano, ist es stimmt, genau, das müssen wir. Hier was klimpern, klingt wie ein Banjo. Hi. それがわからぬのが悲しいのです。会えずともせめて知りたい。なれど頼りを出しても帰ってこぬ。誰も居場所を教えてくれぬ。ねえ、ご人、サクザ様はいずこですか？知らぬ。ああ、あなたも嘘つき。どうしてみんな隠すのですか。Was stimmt mit den Leuten hier eigentlich nicht? Also wie war das? Mit Konfekt machst du auf Geister mehr Schaden, nicht in sowas, ne? Ja, komm jetzt. Darf ich hier irgendwann noch was trinken? Okay. Eigentlich ist es ein relativ einfacher Move. Nein.
Ja. Nein, ich kann den. Ich muss den parieren, glaube ich. Im Grunde genommen hat sie einen ganz kleinen, näher genau. Eine kleine Waffe. Das heißt, ich kann einfach zurückweichen. Aber nicht, wenn sie förmlich in mir drin steht. Aber ich habe sie, glaube ich, langsam im Griff. Die Abstände der Angriffe sind so immens klein, dass ich teilweise... Ja, genau. Mann, das ist leer! Wow. Habe ich eigentlich zur Auswahl. Boah.
Ja, was will ich machen? Einmal. Immer konzentriert bleiben. Kriegen wir das hin. Wow. Das war close. Die nach einem Todesschlag Vitalität wiederherstellt. Todesschläge geben einem Shinobi die Gelegenheit durchzuatmen. Auch des Lebens Schatten. Warte mal kurz. Hatte ich das nicht ohnehin schon? So, okay, jetzt habe ich die olle Kamelle getötet. Hallo. Sorry. Nee. Das riecht nach Bosskampf. Das machen wir mal ganz kurz nicht. Dass wir ein paar Lebenspunkte holen. Ein bisschen Gesundheit und so. Ja, pfeif rein. Komm. Ist gut. Und eigentlich würde ich viel lieber die anderen Untoten noch töten. Hallo und herzlich willkommen. Finden Sie den Fehler in diesem Satz? Oh, Moment.
Also. Hauch des Lebens, hier. Die latente Fähigkeit Hauch des Lebenslicht. Stellt nach erfolgreichem Todesschlag Vitalität her. Todesschläge geben. Ah, okay. Also das heißt, man kann Sachen kaufen oder freischalten. Na, ja, so sieht's aus. Erhöht die Menge an Zen und Objekten, die du von Feinden erhältst. Na, wenn das mal nicht schön ist, dann weiß ich auch nicht. Aber da kurz, wenn eh ein Boss kommt. Also ich vermute es, aber... Raus damit! Die war aber schon, die war schon arg böse, die Lady, ne? Muss man ihr schon lassen. Das kann man neidlos zugeben.